Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Series Sam 2. Okay, ja, ein bisschen Munition, gerne. Du brauchst hier gar nicht anzukommen. So. Ich dachte, wir die eigentlich schon eher zerlegt. Na, jetzt haben sie immer zwei Stück. Aber ich glaube, der eine war auch schon da. Wo ich habe genau in die Mitte geschossen, sollte nicht gereicht haben. Da oben wieder umgezaubert. Du warst wohl ein bisschen verwirrt, habe ich den Eindruck. So, du kannst da oben mal aufhören mit. Vielen Dank. Okay. Hätte sein können, dass hier auch noch was ist. Dankeschön. Ah, genau. Hier war das letzte Secret. So, dann kriege ich das mal rechtzeitig. Sehr gut. Na, bleib. Danke. Ihr spawnt mir ein bisschen zu dicht. Ja, ein bisschen Verlust ist immer, das passt schon. Okay. Ah. Noch mehr für mich. Ich verstehe. Gut, ich glaube, das war's dann hier.
Sehr gut. Und hier haben wir dann noch das letzte Secret. So. Komme ich da hoch? Nö. Na gut. Ist in Ordnung. Brauchen wir es auch nicht unbedingt. So, ein bisschen Munition könnte man noch mitnehmen. Hi, this is George Bignar, reporting live from Trifang City. The citizens are gathered here to celebrate their Majesty's birthday. The ceremony will start any second with beautiful fireworks and entertainment program. There are even certain indices that Prince Chan will perform his latest musical poem. The citizens are eagerly awaiting the ceremony to start and are truly honored to be here. Enjoy the event, live brought to you by Gnar News Network. Time out! I think we should wait for the old guy to leave. I'll wait if you wait. Deal? Hurry, old man. Save yourself. Oh, for crying out loud. Will you go already? Okay, guys, let's do it. Prince Chan is escaping. Oh! Damn. What now? I bet he's heading to Chan's palace. Let's go there. Ja, höchstwahrscheinlich. Okay, gut, da war deutlich schneller als gedacht. Oder ausgemacht. Say, you wouldn't know where Chan's palace is now, would you? I've been trying to get directions all day. Great! Can you give me a ride? Here. Keep the change. Alles klar. So, dann We need to find two keys to enter the inner sanctum of the temple. Have a look around. They must be somewhere near. Genau. Schauen wir mal nach. Da hat doch jemand Geld verloren. Hi.
So, dann Jump Pad. Sollte das mich nicht. Ja, vielleicht erstmal die Gegner erledigen. Na, fast. Ah, okay. Ich muss, glaube ich, da einfach zurückhalten. Ja, jetzt war ich zu weit. Mhm. So, wenn ich vielleicht so drauf laufe. Na. Der fliegt zu hoch. Der fliegt halt ein bisschen zu hoch. Ja, die Sprungphysik, die mir einen Strich durch die Rechnung macht. Na, fast. Ich glaube, ich muss das ein bisschen regulieren. Hatte ich doch gerade da hinten auf der Ecke. Ja, ich muss da wahrscheinlich reinspringen. Jetzt. Das war wieder unschön. Okay. Dafür noch ein weiteres Secret. Ja, wie gesagt, das erste Kapitel war bis jetzt deutlich am längsten. Damit auch schon am längsten. Danke. Skorpion hatten wir auch schon. Ich glaube, gar nicht. Ja, da waren natürlich zwei Schlüssel. Okay. Auch gut. Das Ding. Das Gold ist erstmal weg. Ja, passt.
Gut, irgendwie muss ich hier nutzen doch irgendwie die Shotgun, die doppelläufige Shotgun noch mal deutlich häufiger. Mhm. Dazu sehr zurückziehen kann man sich dann hier leider nicht, aber passt. Und gar nicht so viel Schaden genommen, glaube ich. Mal zu gucken, ob das was bringt. Es hat was gebracht, sehr schön. So, ja, Dank. Naja. So. Da haben wir das nächste Secret. Nach. Aber die sind ja alle One-Shot. Das ist gut, wenn man dann mal trifft. Weit weg dahin. Kommt ihr runter? Mehr oder weniger. Okay. Das wird immer mehr. Ich dachte, ich kann es mal in Ruhe nachlesen. Wo das Secret ist. Vielleicht mache ich das auch jetzt mal gerade. So, gut. Obwohl, die Folge ist auch schon wieder fast rum. Okay, ich muss aber die Dings oben abschießen. Die Kerzen halt. Die Kronleuchter. Sind erstaunlich widerstandsfähig. Gut.
Gut, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.